Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz der 50. Bundesliga-Saison mit beiden Trainern, Thomas Schaaf vom SV Werder Bremen und Jürgen Klopp vom Borussia Dortmund. Einen Gewinner gibt es aus Ihren Reihen jetzt schon, das ist Kerstin Weindorf vom Dortmunder Stadtanzeiger. Sie hat das richtige Ergebnis getippt und gewinnt das Signal Iduna Tippkick-Spiel mit den Unterschriften beider Trainer. Thomas Schaaf, ich darf Sie um Ihr Statement zum Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, wir haben alle sehr lange darauf gewartet, dass die Liga wieder losgeht und die Vorfreude war riesig. Ich glaube, zu Recht. Das, was beide Mannschaften hier heute geboten haben, macht, glaube ich, weiterhin hungrig, dass man mehr davon erleben will. Ich glaube, beide Mannschaften haben ein tolles Spiel hingelegt, großes Tempo, es ging hoch und runter. Alles, was den Fußball auszeichnet, war vorhanden. Wir sind natürlich enttäuscht, vollkommen klar, weil wir der Meinung sind, dass wir, glaube ich, genauso viel dafür getan haben wie Borussia, dass wir dann auch etwas verdient gehabt hätten. Aber es geht nicht danach, scheinbar, was man verdient hat, sondern das, was man wirklich auf die Reihe kriegt. Und es ist eben so, dass wir es scheinbar eben noch nicht schaffen, die Fehler, die der Gegner macht, richtig auszunutzen und eben zumindest genauso auszunutzen, wie es der Gegner macht. Borussia hat es eben einmal mehr geschafft, unsere Fehler aufzudecken und dann eben auch dran zu sein, das Tor zu machen. Deshalb gehen wir als Verlierer vom Platz, aber ich nehme unheimlich viel Positives mit. Meine Mannschaft hat hier, glaube ich, ein richtig gutes Spiel gezeigt und ich hoffe, dass wir das jetzt Woche für Woche weitertragen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas Schaaf. Jürgen, du hast das Wort. Wie nicht anders zu erwarten hat, Thomas, total recht. Ich wusste auch nach ein paar Minuten, warum ich mich so sehr darauf gefreut habe, dass es wieder losgeht. Mir hat die Anfangsphase von meinen Jungs richtig gut gefallen. Also ich hatte so ein bisschen ja auch kundgetan, so ein paar Bedenken bezüglich unseres Spiels gegen den Ball, so hohes Verteidigen. Das haben wir richtig gut gemacht, haben tolle Balleroberungen gehabt und damit auch ein bisschen für Unordnung beim Gegner gesorgt, was nicht leicht war, weil einfach Werder, und das wussten wir auch vorher, eine großartige Entwicklung jetzt einfach nimmt gerade. Die Mannschaft total verändert und das System umgestellt und das macht es echt unangenehm, weil die hohes Tempo gehen im Umschaltspiel auf Offensive. Dazu gute Kicker im Mittelfeld. Wir hatten ja die Problematik, dass Lukas Piszczek kurzfristig ausgefallen ist. Das allein war noch gar nicht das Problem, sondern Kuba ist so ein guter Junge, dass er gerne Olli Kirch ein bisschen helfen wollte auf der Seite, dadurch ab und zu ein bisschen zu tief stand. Deshalb Aaron Hunt den einen oder anderen Ball zu leicht in die letzte Linie legen konnte. Das haben wir in der Halbzeit angesprochen, danach war das besser. Aber es ist ein enges Spiel geblieben. Verdienter Ausgleich. Ja, und dann muss ich auch sagen, ich fand jetzt, dass beim Gegentor, dass beim zweiten Tor von uns Werder gar nicht so viel falsch gemacht hat. Es war einfach gut gemacht von uns. Kuba setzt sich super durch, legt ihn auf Levi. Levi steckt in den Strafraum durch und dann Mario Götze einwechseln zu können, finde ich an sich schon mal relativ lässig. Aber also die Qualität draußen zu haben und dann zu bringen, schon wirklich nicht so schlecht. Und macht das Tor dann ganz toll, wie letztes Jahr auch zum Auftakt. Also das war ganz schwer heute, ganz schwer. Und wir haben sicher auch ein bisschen glücklich gewonnen. Aber ich bin ganz glücklich damit, wie meine Mannschaft um diese 3 Punkte gefightet hat. Weil es gibt ja nicht wenige Menschen auch hier im Raum, die wahrscheinlich so gedacht haben, so nach 2 Jahren, die so liefen, wie sie liefen, die werden ein bisschen weich, die Buben. Das ist nicht so. Und das finde ich ziemlich gut. Ich wünsche Thomas und Werder Bremen erst eine gute Heimfahrt oder Flug oder was auch immer. Und ach nee, wahrscheinlich zu. Ja, genau, Heimfahrt. Wir fahren ja auch immer nach Bremen. Und ja, alles Gute. Wir sehen uns bald. Bis dahin. Dankeschön. Wenn es Fragen an beide Trainer gibt, bitte ich um Handzeichen. Wir sind dann mit dem Mikrofon schnell bei Ihnen. Keine Frage? Alles schon geschrieben. Dann bedanke ich mich für Ihr Interesse und hoffe auf ein Wiedersehen beim nächsten Heimspiel. Dankeschön.